Sie wissen nicht genau, welche Größe Sie für ein Kombirollo benötigen? Sie haben keine Ahnung, was Sie genau messen sollten? In diesem Video zeige ich Ihnen, was zu tun ist. Zuerst wird das Fenster Ihres Wohnwagens oder Wohnmobils gemessen. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein Rollmaßband. Sie messen die Länge und Breite des Fensters. Oft hat das Fenster eine Gummikante. Die sollten Sie auch messen. Gibt es nicht viel Freiraum um das Fenster herum? Messen Sie zur Sicherheit den Platz um das Fenster herum nach. So können Sie diesen bei der Auswahl der richtigen Größe für das Kombirollo berücksichtigen. Sie haben die Abmessungen notiert. Jetzt können Sie die richtige Kombirollo-Größe bestimmen. Bitte achten Sie darauf, welche Größenbezeichnungen angegeben sind. Handelt es sich um das Innenmaß oder um das Außenmaß? Bei Innenmaßen werden die Maße verwendet, die der Gesamtgröße des Fensters entsprechen, auf dem das Kombirollo platziert wird. Die Abmessungen des Rahmens um das Kombirollo herum sind hier also nicht berücksichtigt. Wenn von Außenmaßen die Rede ist, ist der Rahmen mit inbegriffen. Wählen Sie jetzt die richtige Breite des Kombirollos. Bei den Innenmaßen können Sie die Maße Ihres gemessenen Fensters verwenden. Bei den Außenmaßen muss der Rahmen mit inbegriffen werden. Dies ist mindestens 7 cm, was jedoch pro Kombirollo-Typ unterschiedlich sein kann. Dieses Fenster ist 73 cm breit. Ich erkläre Ihnen, was bei jedem Modell zu beachten ist. Bei dem Obelink Eclipse Kombirollo werden die Innenmaße angezeigt. Für dieses Fenster wählen Sie aus den verfügbaren Größen die Breite 73 cm. Ist das Kombirollo nicht in der exakten Breite Ihres Fensters erhältlich? Dann wählen Sie das nächstgrößere Format. Bei dem Eclipse wäre es das 80 cm breite. Auch bei dem Dometic Sites Rastrollo 3000 werden die Innenmaße angezeigt. Auch hier wählen Sie die Breite 73 cm oder die nächstgrößere. Bei der Dometic Sites Rastrollo wäre das die Breite 73 cm. Bei dem Remis Remiflair i Kombirollo ist es ein wenig anders. Hier werden die Außenmaße angegeben. Die Abmessungen des Kombirollo-Rahmens sollten hinzugerechnet werden. Der Rahmen ist beidseitig je 3,5 cm breit, insgesamt also 7 cm. Hier wählen Sie also eine Breite von 73 plus 7 ist 80 cm. Auch bei dem Remis Remiflair Fair werden die Außenmaße angegeben. Hier ist der Rahmen beidseitig je 4,5 cm breit. Also wählen Sie eine Breite von 73 plus 9 ist 82 cm. Bitte beachten Sie, dass bei der Auswahl eines größeren Formats in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil ausreichend Platz verfügbar ist. Die Breite des Kombirollos ist bekannt. Nun geht es darum, die korrekte Länge zu bestimmen. Kombirollos lassen sich in der Regel leicht kürzen. Daher ist die Auswahl einfach. Die Auswahl der richtigen Kombirollegröße für Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil ermöglicht Ihnen gute Nachtruhe ohne Insekten, während Sie den Campingurlaub genießen. Möchten Sie mehr über dieses oder eines unserer anderen Produkte erfahren? Dann kommen Sie in unserem Geschäft vorbei oder besuchen Sie www.obelink.de. Hat das Video Ihnen weitergeholfen? Wählen Sie bitte Daumen hoch, weitere Videos ansehen, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal.